Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ihr seht mich heute mal wieder in einer etwas ungewohnten Position sitzen, denn ich habe heute ganz viele Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ich war jetzt 3 Tage lang mit meiner Frau im Disneyland Paris und wir haben da ganz viel Merchandise gekauft, weil wir, also meine Frau und ich, absolute Disney-Fans sind und ihr könnt schon hinter mir sehen, was das ganze Ausmaß hier genommen hat. Und eigentlich wollte ich es vor der Kamera auspacken, ein richtiges Unboxing machen, aber ich habe mir gedacht, okay, nach der langen Fahrt, wir sind 5 Stunden gefahren, wollte ich es nochmal auspacken vorher, bevor ich das dann halt unboxe und es ist was kaputt, durch den Transport vielleicht was kaputt gegangen und es ist Gott sei Dank alles heil geblieben und sonst wäre das Video jetzt super lange geworden und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt alles auf einmal auf, stelle das hier hin und zeige euch das einfach mit der Kamera. Ja, das letzte Mal im Disneyland war ich vor 4 Jahren. Es hat sich im Disneyland sehr, sehr viel getan. Ich fahre eigentlich seit, ja, 1995 regelmäßig ins Disneyland. Ich bin alle 2 bis 3 Jahre dahin gefahren und war jetzt, wie gesagt, 4 Jahre nicht da gewesen. Habe aber immer verfolgt im Disneyland Paris, was es alles Neues gibt und was alles passiert ist. Der Disney-Konzern hat ja letztes Jahr den Park mehr oder weniger zurückgekauft. Ich bin da aber auch nicht so ganz amused drin. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es war, glaube ich, Disneyland wurde gebaut von einer Corporation und diese Corporation hatte eine Lizenz für den Disney Park, aber es war nicht Disney direkt. Die hatten zwar Finger mit drin gehabt in der ganzen Geschichte, um das mal kurz zu erklären, aber ja, das ganze Thema hatte sich nicht so wirklich rentiert. Man hat auch lange Zeit lang nichts in den Park investiert und letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat dann Disney den Park letztendlich gekauft, hat viel, viel Geld wieder reingesteckt, um die Schulden zu tilgen und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo der Park schwarze Zahlen ja, schreibt und jetzt muss man auch keine Lizenzgebühren mehr bezahlen. Man hat also dann auch große Investitionen getätigt und hat die Rides, die früher oder die früher gebaut worden sind, auch wieder modernisiert. Es wird ja ständig im Disneyland Paris oder überhaupt in Vergnügungsparks immer renoviert. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, da dieser Park 365 Tage im Jahr geöffnet ist, muss man halt leider dann auch mal in Kauf nehmen, dass dann, wenn man dorthin fährt, einige Rides und Attraktionen oder auch Shows einfach nicht offen sind, weil diese modernisiert werden. So war es dieses Jahr auch bei uns gewesen, dass die Studio Trump Tour in den, Hollywood Studios, ich wollte jetzt Universal Studios sagen, in den Hollywood Studios geschlossen war und auch das berühmte Geisterschloss Phantom Manor, ja, war auch geschlossen, weil dort auch Modernisierungsarbeiten stattfinden und ich glaube, das Konzept von diesem Phantom Manor, das Innenkonzept wird auch geändert. Also man bleibt natürlich diesen ganzen alten Sachen, die dort früher drin war, wie diese 3 singenden Typen da und man muss den Film Die Geistervilla sehen und dann versteht man auch den Sinn von Phantom Manor. Also jeder Ride hat eigentlich eine Geschichte. Ich kenne die zwar, aber kann die jetzt nicht auswendig alles sagen, weil viele Sachen auch immer wieder in Vergessenheit geraten, aber ich habe das im Hinterkopf, ich weiß, dass das so ist. Space Mountain hat eine eigene Geschichte und Big Thunder Mountain und das finde ich persönlich an Disney geil. Für mich ist auch der Disneyland Paris Park einer der schönsten Themenparks auf der Welt, also beziehungsweise in Europa. Sagen wir es mal so, ich war schon in sehr vielen, ob das jetzt Phantasialand ist, ob das Europa-Park ist, Heidepark, Efteling. Und man muss einfach sagen, für mich ist persönlich Disney einfach das Nonplusultra. Danach würde ich sagen, kommt sogar, bevor der Europa-Park kommt, kommt der Efteling-Park, weil der in vielen Sachen dem Disneyland bei den Attraktionen sehr nahe kommt. Und auch die Animatronic, es gibt da einen neuen Ride seit einigen Jahren, also seit 2, 3 Jahren, glaube ich. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie der heißt. Ich bin damit gefahren, unglaublich. Also das ist schon Disneyland-Niveau, muss ich sagen. Und halt, ja, Europa-Park ist natürlich auch super. Aber Disney, wie gesagt, ich bin ein Disney-Fan und
wie gesagt, seit 1995, also 1995 wurde auch der Space Mountain gebaut bzw. eröffnet. Ich war 4 oder 5 Tage nach der ersten Eröffnung vom Space Mountain war ich in dem Park und ja, es hat sich wieder vieles getan und Star Tours, also dieser Star Wars Simulator, läuft jetzt komplett neuer Film drin. Man hat auch diesen Ride komplett modernisiert und mega geil, also saugeil. In Space Mountain ist momentan, heißt das Ding Hyperspace Mountain, dort ist jetzt Star Wars Thematik drin. In den Hollywood Studios oder Disney Studios hat man halt viel auf Marvel mittlerweile gemacht. Einige Rides werden sich auch bald dort verändern. Dann wird da auch eine Marvel-Geschichte draus. Aber ansonsten Tower of Terror, super geil. Also ich liebe ja einfach. Ja, aber kommen wir mal jetzt zum eigentlichen, zur eigentlichen Thematik. Und zwar meine Ausbeute oder unsere Ausbeute, die meine Frau und ich gemacht haben im Disneyland Paris. Und ich drehe jetzt einfach mal die Kamera und dann seht ihr, was ich gekauft habe. So, auf der linken Seite sehen wir einmal den Buzz Lightyear. Klare Sache, muss ich haben. Ich bekomme auch noch den Woody, aber ich fand den hier cool. Den habe ich mir direkt geholt. Der kann auch ein bisschen was. Ich werde den noch auspacken. Dann hat er hier eine Laserkanone, wenn ich jetzt drankomme. Ja, oder auch nicht. Ups, so, hier ist die Laserkanone. Bartsch, er kann natürlich auch reden. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Buzz Lightyear, at your service. All quiet, nothing to report. Please be careful. You don't want to be in the way when my laser goes off. They are a beryllium carbonic alloy and I can fly. Ja, saugeil. Ja, dann haben wir natürlich den Starspeeder. Den Starspeeder hatte ich bereits schon, aber von der alten Version. Der kann natürlich auch was. Ja, was ist der Starspeeder? Dieser Starspeeder steht in der Attraktion Star Tours und ich liebe einfach themenbasiertes oder Ride-basiertes Merchandise. Das gibt es leider im Disneyland nicht so oft, aber der Starspeeder ist einer von wenigen Geschichten, die ja, praktisch ein themenbasiertes oder themen-ride-basiertes Merchandise ist. Das, man steht dort an, geht dort rein und dann sieht man, wenn man in die Attraktion rein möchte, dieses Gerät. Und das sind die Eingangstüren. Und in den Türen, die werden aufgemacht, kann man Platz nehmen und da ist ein Simulator. Ich zeige euch aber mal kurz was. Denn ich habe noch aus früheren Zeiten den ersten Starspeeder. Der sieht so aus, um euch das mal kurz zu zeigen. Der ist natürlich auch mit Sound, aber hier sind die Batterien leer. Und den habe ich damals gehabt. Damals war das Ding blau, jetzt ist es rot. Nachdem man natürlich vor 2, 3 Jahren die Attraktion komplett überarbeitet hat und neu aufgelegt hat, es läuft auch ein neuer Film. Um euch das mal kurz vorzustellen, hier drin sind die Sitzbänke. Man nimmt also hier Platz und hier vorne ist die Leinwand und da wird ein Film abgespielt und das Ding ist ein Simulator. Die Leute kriegen das natürlich nicht mit und der Film wird abgespielt, das Ding bewegt sich dann hin und her und man hat dann halt die Effekte, dass man halt wirklich fliegt. Ja, man geht halt wie gesagt von der Seite rein, es öffnen sich die Türen, Licht ist an und da nehmen dann die Leute Platz. So, und das ist dieser alte Starspeeder, den habe ich noch, wie gesagt, aus... keine Ahnung, Disneyland-Zeiten vor, ich glaube, den habe ich vor 10 Jahren mal gekauft. So alt ist der schon. Und wie gesagt, das ist themenbasiertes Merchandise von Ride oder Ride-basiert. Ich finde das einfach geil, dass man sowas hat. Der kann noch fahren, der hat Rollen. Finde ich mega mäßig geil. Und ja, das ist das neue Modell der Starspeeder 1000. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hier heißt. Ob es da, keine Ahnung, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ist wahrscheinlich ein anderes, ist ein jüngeres Modell. Starspeeder, was steht da drauf? Könnt ihr das lesen? 2000 oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Ist auch nicht so schlimm. Müsste ich nochmal nachschauen, wie der heißt. Ja, dann habe ich mir Mister hier die Uhr gekauft. Herr von Unruh, glaube ich, heißt der. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Finde ich mega geil, der ist super schwer. Richtig schwer ist der. Hat mich um die 60 Euro gekostet, den gute Mann. Ist halt so, Disneyland-Preise. Und halt Lumière. Und Lumière finde ich auch sehr geil. Der hat hier unten ein Batteriefach.
der leuchtet, die Kerzen oben, die LED flackern. Weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann. Ja, und Madame Potin und Tassilo hatte ich ja bereits schon. Das gab es mal als CD-Aktion, bei Zavi. Die hatte ich mir da bei Zavi geholt für, ich glaube, 24 Euro habe ich die bekommen. Habe mir die gekauft und dann musste ich natürlich auch die Uhr und den Kerzenleuchter haben. Und das Geile an der Uhr ist natürlich, das Pendel geht richtig, die Uhr läuft. Ich finde den mega. Lumière hat auch so um die 59 Euro, 60 Euro gekostet und da habe ich aber gesagt, musst du mitnehmen, also richtig geil. Dann habe ich mir noch ein super geiles Buch gekauft, weil mich das interessiert. Das ist ein seltenes Buch. Kumpel hat schon gesagt, teilweise auf eBay werden die schon gehandelt für um die 80 Euro. Das ist jetzt ein Buch von Pirates of Caribbean, aber den Ride, ich lege es einfach mal kurz hin, ist besser. Und man hat hier so ein bisschen so die Geschichte von Pirates of Caribbean und das Ganze halt auch in Englisch und Französisch. Tolle Bilder, Impressionen auch von den Machern. Ist schon sehr nice. Also ich habe es mir noch nicht genau durchgeguckt. Hier ist auch, glaube ich, Walt Disney. Ja, man hat ja mittlerweile auch... Also es gibt Fluch der Karibik in Shanghai. Das Ding ist ja richtig krass mit Animationen. Man hat jetzt in Paris Johnny Depp hinzugefügt, den Captain Jack Sparrow. Wenigstens man hat in der Bahn, hat man jetzt schon teilweise auch Pirates, also Fluch der Karibik Musik laufen am Anfang. Und Captain Barbossa ist auch einmal zu sehen. Aber das ist ein Buch, hab ich jetzt 20 Euro für bezahlt. Bin ich sehr froh drum. Ich werde mir auch in Zukunft weiterhin solche extravaganten Bücher kaufen, weil mich halt auch so die Thematik und die Technik, was hinter Disney so steckt, unter den Rides, interessiert mich sehr, sehr viel. Und ja, kommen wir jetzt zu einem Highlight. Ich habe mir eine Ariel-Statue zugelegt, weil ich jetzt auch in Zukunft Disney-Figuren oder ja, Büsten kaufen werde, wie hier die. Diese Büste hat jetzt 129 Euro gekostet. Mega geil von Ariel, super detailreich und ich finde die einfach nur mega mäßig geil. Guckt euch das an, ich habe mich sofort in die verliebt, meine Frau auch, die wollte die haben, auch mit dem Glitzer hier, mega mäßig geil, super. Ja, das ist schon was Feines. Müssen nicht immer nur Actionfiguren sein, sondern ich finde sowas, genau sowas ist, ich finde das genial. Also für mich persönlich mega. Da steht E.T. Ja, dann habe ich mir noch eine tolle Figur gekauft. Die hat jetzt 179 oder 170 gekostet. Die Schöne und das Biest. Mit einem ganz, ganz tollen Stand. Also für mich auch mega, mega mäßig geil. Allein wie die aussieht. Das Biest hat hinten auch die Rose. Die kann man dann rausholen. Ich finde die super mega fett, Mann. Ja, ist halt auch ein lizenziertes Disney-Produkt. Na klar, kann man jetzt sagen, kann man für so eine Figur 170 Euro ausgeben. War mir aber egal. Ich finde das super geil. Ja, das war so meine Ausbeute. Und ich finde die auch so vom Gesicht her hundertprozentig authentisch. Und es ist auch kein Billigramsch. Ja, so, jetzt muss ich mich mal wieder umsetzen hier, damit man mich auch gleich wieder sieht. Ja. Das war so meins, was ich oder das, was wir uns gekauft haben im Disney Park. Muss sagen, super cool. Ja, ich werde mir auf jeden Fall mal gucken, jetzt bald eine neue Vitrine anschaffen, weil ich werde weiterhin solche tollen und einzigartigen Figuren von Disney, nicht alle, mir gefallen halt auch nicht alle, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein paar coole Highlight-Figuren werde ich mir noch von Disney besorgen. Das war jetzt so der Anfang. Wir hatten sehr viel Freude im Disneyland und muss ganz ehrlich sagen, mega, mega geil. Und ich hoffe, dass wir bald wieder im Disney Park sind. Auch mit den Leuten, mit denen wir jetzt am Wochenende da waren. Oder wo wir uns getroffen haben. Also am Wochenende, das war ja mitten in der Woche. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall
Und ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen an meiner Sammlung, die ich jetzt hier im Disney Park, die wir hier im Disney Park gekauft haben, erfreuen. Und dann werden die auch irgendwo jetzt bald einen wunderschönen Platz bekommen und dann ja, eine neue Vitrine muss her. So viel steht fest. Ihr Lieben, ihr könnt ja mal was dazu schreiben, wie bekloppt ich bin. Aber ja, vielleicht freut ihr euch auch mit mir. Ich auf jeden Fall. Und freue mich auf das nächste Video, was ihr sehen werdet. Oder freut euch auf das nächste Video. Wie gesagt, lasst mal ein paar Kommentare da und ich würde sagen, ich schalte jetzt ab. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann. Ciao. So, und ich schalte jetzt ab hier. Bis dann. Tschüss.